In La Andataya fand der Abschluss der Gedenkveranstaltungen rund um das Jubiläum 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhanges statt. Am 16. Dezember fanden sich dazu den ganzen Tag über viele honorige Ehren- und Festgäste aus der österreichischen und tschechischen Politik ein. Am Vormittag lud Nationalratspräsident Magister Wolfgang Sobotka Schülerinnen und Schüler aus der La-Handelsakademie und dem La-Gymnasium sowie aus dem Gymnasium Mikulov zu einer gemeinsamen Diskussion. Dabei konnte auch Monika Arkay, die Tochter des ehemaligen tschechoslowakischen Außenministers Jiří Dienstbier, in La begrüßt werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, freue mich, dass wir heute an einem ganz besonderen Ort sind, der vor 30 Jahren eine ganz große Rolle gespielt hat. Morgen wird es 30 Jahre her sein, dass zwei Außenminister hier die Grenze, den Grenzzaun so quasi durchschnitten haben bzw. geöffnet haben. Weil ich konnte nicht studieren in Tschechien und Österreich hat mich dann mir angeboten, hier zu studieren. Über die damals österreichische Botschaft wurde ich eingeladen und es wurde alles erledigt und es hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich ausreisen durfte, aber mit der Auflage, dass ich die Staatsbürgerschaft zurückgelegt habe, damit ich eben nicht zurückfahren darf. Natürlich, damals war es so total euphorisch, ich hatte fast so gezittert innerlich, fast hatte ich Tränen in den Augen, weil es so unmittelbar danach war, wo die Wende kam und ich wieder meine Familie sehen kann. Und heute ist es natürlich auch schön, weil es weckt wieder die Erinnerungen an damals. Aber es ist nicht mein erstes Besuch bei Gedenkfeier. Ich war schon bei 10-jähriger Gedenkfeier hier, noch mit meinem Vater und mit dem Außenminister Mock. Und heute ist es meine dritte. Alle haben darauf gewartet, was passiert denn da wirklich. Und vor allem haben wir darauf gehofft, dass das am nächsten Tag, die nächsten Wochen, die nächsten Jahre auch noch so sein wird, weil wir uns nicht ganz sicher waren, ob das wirklich Realität ist oder ob wir das träumen oder uns nur kurz wünschen. Ja, für uns bedeutet es, dass wir in einem gemeinsamen, friedlichen Europa leben. Und das Allerwichtigste für mich ist, dass wir hier gut zusammenhalten können, dass nie wieder Krieg kommen kann und dass wir einen gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum haben, wo sich alle Menschen wohlfühlen können. Und ich glaube, Europa kann das schaffen, wenn wir alle gut zusammenhelfen. Die Schülerinnen und Schüler erlebten Zeitgeschichte hautnah, als man anschließend zu einer gemeinsamen Wanderung zum Grenzübergang in La einlud. Hier steht nun eine Gedenktafel, die erstmals besichtigt werden konnte. Hier war auch Edith Mock, Gattin des verstorbenen ehemaligen österreichischen Außenministers Dr. Alois Mock, in La zu Gast. Er war damals federführend beim Durchtrennen des Stacheldrahtes in La tätig. Ich glaube, wenn man sich diese Fotos ansieht und sich die vergegenwärtigt, dann weiß man eigentlich, und das ist 30 Jahre nur her. Das ist nicht einmal ja, eine Generation, würden wir heute sagen. Na, morgen vor 30 Jahren war der besondere Tag, an dem Jiří Dienstbier und Außenminister Mock, beide Außenminister, da den Eisernen Vorhang durchtrennt haben. Dass heute, man spürt es wieder hier an dem Ort, dass irgendwann meine Grenze war. Man kann das gar nicht mehr als geschichtliches Ereignis fassen und es ist aber so entscheidend, dass Leute wissen, dass Europa mal nicht so gewesen ist, wie wir es heute wahrnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, woher man kommt, um auch für die Zukunft richtige Einschätzungen zu treffen und richtige Entscheidungen zu treffen für sich und auch für eine Gemeinschaft. Und darum, glaube ich, ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte eine der wesentlichen Dinge, die jeder auf seine eigene Art und Weise tun darf, tun soll, um daraus die Erkenntnisse zu schöpfen. Ja, also wie gesagt, in der Schule haben wir schon einiges durchgemacht und auch zu Hause, meine Großeltern haben mir schon einiges erzählt über den Eisernen Fall und meine Eltern waren auch selbst in der Zeit natürlich dabei und haben mir auch einiges über das Thema erzählt. Es war sehr interessant zu erfahren, wie das Ganze aus österreichischer Sicht damals erlebt wurde. Aber wir haben natürlich auch viel Neues erfahren, da wir zu dieser Zeit ja noch nicht auf der Welt waren. Könnt ihr euch überhaupt noch vorstellen, wie das damals war? Taková představa je velice zajímavá. Každopádně. Das kann man sich kaum vorstellen, aber man müsste wahrscheinlich lernen, damit zu leben.
Es ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir jetzt diese Freiheit haben und die Möglichkeit zu reisen und uns eigentlich alle Möglichkeiten offen stehen. Das ist sehr gut. Je velice dobré, že vlastně máme takovou volnost a že máme svobodu cestování a že máme vlastně takové rozšířené možnosti, takže rozhodně by to mělo své nevýhody. Nationalratspräsident Sobotka lud zum Abschluss der Veranstaltung noch alle Schülerinnen und Schüler zu einem gemeinsamen Mittagessen. Am Nachmittag startete die offizielle Präsentation der Gedenktafel beim Grenzübergang in Laa. Dazu waren Landtagspräsident Magister Karl Wilfing und Landesrat Dr. Martin Eichtinger ebenso wie viele andere Ehrengäste mit dabei. Die erste tschechische Botschafterin Magda Vážeryová und der ehemalige Premierminister Jan Čarnogurský und viele ehemalige Zeitzeugen sowie auch die Bürgermeister der tschechischen Nachbargemeinde Heflin fanden sich ein. In einem gemeinsamen Europa zu leben ist etwas Schönes und was Wichtiges. Und daher freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute alle gekommen sind, um gemeinsam heute zu gedenken an den 17. Dezember, wo der eiserne Vorhang, der Stacheldraht, hier auch bei uns durchschnitten worden ist. Das ist das, was herzlich freut mich, dass unsere Kinder wissen schon nicht, was das eiserne Vorhang ist. Das ist sehr Positives und das müssen wir mit großer Verantwortlichkeit schützen und weiter bei den Volken entwickeln. Der Eiserne Vorhang ist im Grunde genommen eine Geschichte an der Bruchlinie vom Zweiten Weltkrieg, wenn man will, bei uns zur Zweiten Republik. Aus Partnern, nämlich der Sowjetunion und den Alliierten, wurden eigentlich sehr schnell Gegner. Im Laa-Rathaus erzählten dann unter Moderation von Magister Herbert Witiska Zeitzeugen dieses großen Geschichtsereignisses ihre persönlichen Erlebnisse. Weil es eben so ist, dass Böhmen, Mährer, also die Tschechen und wir Niederösterreicher eine lange gemeinsame Geschichte haben und immer dann, wenn es offene Grenzen gab, und auch das kann man geschichtlich nachweisen, ging es diesen Regionen gut und immer dann, wenn es hier Grenzen gab, die die einen von den anderen getrennt haben, ging es diesen Menschen auf beiden Seiten weitaus und bedeutend schlechter. In das Jahr 1989, da war ich bereits am Stadtrat hier und an einem Samstagvormittag hat mich der Bürgermeister, der damalige Dr. Stinitzer, der Vizebürgermeister Friedrich Gottschim angerufen, komm bitte sofort in das Rathaus herein. Wir haben den Auftrag vom Außenministerium, eine Veranstaltung auszurichten für morgen. Eine große Veranstaltung. Wir müssen den Stadtplatz beschallen. Wir brauchen eine Pressekonferenz hier in Laa und. Wir haben wirklich auf Hochdruck gearbeitet und uns war noch gar nicht richtig bewusst eigentlich, was hier Epochales geschieht. Ja, das ist uns erst in den nächsten Tagen bewusst geworden. Ich konnte hier einen Autobus oder ich sollte einen Autobus betreuen mit meinen bescheidenen Schulenglischkenntnissen mit 50 Journalisten aus der gesamten Welt, von Gaddafi angefangen bis zu den USA. Und nächsten Tag vom Bekannten aus Amerika haben wir bereits die Nachricht bekommen, von euch ist ein Bild in unseren Zeitungen. Es hat sich unglaublich viel getan in diesen 30 Jahren. Wir haben aber, was mich besonders freut, ist vor allem gelernt, die ehemalige Grenze vergessen zu machen. Und das ist ganz besonders stark bei der Jugend, wo wir immer wieder hören, und das war heute Vormittag sicher ein Thema, als Präsident Sobotka hier war, dass es bei vielen Jugendlichen unvorstellbar ist, dass wenige Meter von hier ein Stacheldraht, eine Grenze bestanden hat, die, und das dürfen wir auch nicht vergessen, die blutigste Grenze am Eisernen Vorhang war. Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass an der Grenze der Tschechoslowakei mit Ober- und Niederösterreich mehr Menschen ums Leben gekommen sind als an der Grenze zwischen Ost- und West-Berlin.
Nun, es hat in diesem Jahr unglaublich viele Veranstaltungen zum 30-Jahr-Gedenken, aber auch zum Freudenereignis des Fall des Eisernen Vorhangs gegeben. Heute hier, das war ein wichtiger, abschließender Moment, weil wir von so wunderbaren Zeitzeugen aus Tschechien, aus der Slowakei gehört haben, wie sie damals diese Situation gesehen haben, wie sie das erlebt haben. Und man muss auch sagen, nachdem wir heute ja auch Dissidenten hier gehabt haben, was sie alles durchleiden mussten, bis zu dem Moment, als ihnen endlich Frieden und Freiheit zugekommen ist.